Ja, das Schweigen im Walde am helllichten Tage. Wir sind gefrustet. Ja, ganz erschöpft in so einem Gartencenter, was noch auf hat. Und da gibt es überhaupt nichts. Und Naja, denke, es ist nichts das ist wie Aktuelles. bei des Kaisers neuen Kleidern, habe ich zu Barbara gesagt. Also da sollen wir jetzt ja, nichts Aktuelles. Es gab einfach nichts. Es stand nichts. Da waren lauter solche Hochbeete auf und da war ja nichts drin. Doch die ersten Das grünen ist wirklich wie bei Schnittläuche. Kaisers neuen Kleidern. Tu doch Alles nicht so. nackt. Alles nackt. Es gab nichts zu sehen. Und wer doch so tut, es gab was zu sehen. Ja, weiß ich nicht. Ja, im Indoor-Bereich. Genau. Naja. Und da sind wir dann rumgeirrt und haben, ja, Noch, muss also. wir haben noch kein Keramik, kein passendes Keramikgefäß für unseren Einkauf. Pflänzchen, genau, für zwei Pflänzchen, die wir gekauft haben, draußen vor die Türe. Und das gab es dann auch nicht. Also solche, das war kein, ich möchte immer, wenn ich einkaufen gehe, ein bisschen Erlebnisgefühl auch haben, dass ich irgendwas Schönes sehe, aber da gab es überhaupt nichts Schönes zu sehen. Weil natürlich die Töpfe, die da rumhingen, was jetzt wohl der neue Trend ist, mit so Grünpflanzen. Aber die eine Hälfte dieses gesamten Pavillons war einfach leer. Einfach leer. Und nichts kann man nicht verkaufen. Kann man sich aber auch nicht anstecken, ist wahrscheinlich die Corona-Logik. Nee, also Ja. da werden wir mal noch den Test machen, wenn die anderen Landwirtschaftsbetriebe wieder aufhaben, wie es dann, oder dass es hoffentlich viele von denen gut oder einigermaßen schaffen, ne? Ohne in Insolvenz zu gehen. Ach ja, und dann fällt mir noch ein, heute kam ja noch ein Riesenpaket. Von einem war ein Metallkoffer, den wissen wir, ja, weiß ich nicht. Kannst du nicht nachher zu äußern. Das weiß ich jetzt auch nicht, was wir machen. Aber in dem anderen, da war eine riesige Flasche, ihr könntet euch nicht vorstellen, mit, ich weiß nicht, Moor, was ist denn da überhaupt da drin? Moor ist es nicht. Ist es ausgedrückter Moor oder was? Das ist Trinkmoor. Inkmoor. Da kann ich mich immer aufregen. Da stand nicht mal drauf auf der Flasche, wogegen es ist. Du Naja, sagst doch, du hast es recherchiert. wofür? Ja, aber, ja, nicht wofür, genau. Auch das stand nicht drauf. Da stand eigentlich gar nichts drauf. Es stand nur drauf, dass es eben dieser Trinkmoor ist und das war noch ein älterer Herr abgebildet, der es wohl erfunden hat. Der hat das Moor nicht erfunden, sondern der hat das da erschlossen und gesundheitlich, Ja. sagt man, mit legitimieren Ja, lassen. und das trinkt jetzt die Barbara und es schmeckt wohl auch wie Erde. Ich habe es gar nicht erst probiert. Und jetzt werde ich Tag für Tag noch Berichten. gesünder, genau. Genau, ob du gesünder wirst. Ich habe. 20 Milliliter ist die Tagesdosis, die 1 Liter Flasche ist jetzt als Probeflasche, hat die zu So mir viel. Ach du gefunden. liebes bisschen. Und Ralf wird mich jeden Morgen erfreut an den Heilmoortrunk erinnern und mir den kredenzen, ja, mit voller Liebe. Und dann schwärmst du mir was vor vom Valentinstag, den ich hoffentlich Doch, das wollte ich. ungeniert, wer heißt das, Genau. Ihr untangiert. kennt es ja, Barbaras große Vorliebe für Feiertage. Und jetzt Sonntag in 14 Tagen ist Valentinstag. Der hoffentlich an mir vorbeigeht. Der fällt Ihr auch noch. werdet es Er mitbekommen. fällt noch auf den Sonntag. Man kann nicht mal schön ausgehen irgendwo mit seiner Liebsten und einladen. Wahrscheinlich, weil immer noch alles zu ist, ne? Kein Krokodil heißt Valentin, also naja. Na, das passt schon zu dir. Also diese Morgetränk, das kann ich mir von Krokodil eher vorstellen, was du jetzt aber zu dir nimmst. Ja. Naja. Dann haben wir hier noch so einen Koffer, auf den ich jetzt hier gucke, so einen Metallkoffer. Das war, eigentlich war das hier für die Schienen gedacht. Die würden aber schon reinpassen, du hast schon recht. Guck mir das gerade hier an. Aber schön ist auch was anderes. Ein riesiges, klotziges Ding. Ja. Da müssen wir mal schauen. Wenn du den querstellst, vielleicht kriegst du den doch ein. Dann ist es ja auch gut. Dann sind alle Schienen beisammen. Naja. Naja, er wird wahrscheinlich doch eher erstmal in den Keller wandern mit den Weihnachtsutensilien, aber die passen auch nicht alle rein. Naja, also wir haben leider doch noch von manchem viel zu viel. Genau. Du wolltest ja aber auch noch was zulegen, was mir zu viel. Ralf will sich eine Webseite zulegen. Ja, für 11,55, das ist doch mal ein Schnäppchen im Jahr.
After-Work-Lounge. Ich hatte eine frühere Stelle schon gesagt, wir haben früher immer eine After-Work-Lounge oder ich habe sie gemacht. Du hast heute früh gesagt, das sind nicht wir. Ja, Ja. da hast du schon recht, das sind nicht wir, das bin ich. Und diese Domain oder wie das heißt, die ist tatsächlich noch zu haben. Ich habe afterworklounge.com eingegeben, ist noch zu haben. Ich hatte auch Spätlese an uns gedacht, hier eingegeben, ist nicht mehr zu haben. Wahrscheinlich von irgendeinem Weinbauern. Ich Hat er weiß sich auch schon. nicht, wer die pflegen soll. Also da habe Natürlich, ich ich keine pflege guten die. Erfahrungen. Wie du den Garten pflegst, pflege ich die Seite. Ja, Zeile für Zeile, Buchstabe für Buchstabe, wird dann gehecht und gepflegt. Nee, da sträuben sich mir die Nackenhaare, aber probier es aus. Da sind wir ja alle noch in unserem Budget. Genau. Dass dein neues Hobby wird. Die Seite zu pflegen, genau. Die After Work Lounge für die Seite. Wir wollen ja dann auch eine richtig reale After Work Lounge. Hoffentlich, wenn die Pandemie vorbei ist, dann im ab Sommer dann machen. Dann gibt es kein Work mehr. Das ist dann alles Homeoffice Lounge. Ach so. Kommt keiner mehr Da nach der kommen erst Arbeit recht die vorbei. Leute, weil sie dann erstmal da so voll haben, den ganzen Tag zu Hause zu Ja, dann sollen sitzen. sie bei uns wieder hier dumm Ich habe jetzt, rumsitzen. das habe ich jetzt gelesen, das steht jetzt eben auch fest. Also Warum? durch die Pandemie hat man mal untersucht, ob da vielleicht die Anzahl der sexuellen Begegnungen wächst. Nein, die Krisen dafür wachsen, die häuslichen Krisen wachsen aber Ja, ist ja klar, die erheblich. Leute gehen sich auf den Keks. Ja, genau. Und du willst sie dann noch zum Keks-Lounge Aber es einladen. hätte ja auch umgekehrt sein, dass sie sich mehr begegnen im Bett, weil sie zu Hause sind und Das gleich. geht erst ab Ü60, wie wir auch gelesen haben, dass die Zufriedenheits- und Glückskurve dann in der zweiten Lebenshälfte eher ansteigt, als wenn man noch Ja, und das mit Kind und i-Tüpfelchen, Beruf ist. genau, und das i-Tüpfelchen auf der Glückskurve ist dann jeden Tag dieser Becher ausgepresste Moorerde. Genau, dann werde ich dann zur Moorhexe und unsterblich. Ich weiß, was größer als braunes Gesichtchen nachher von den vielen braunen Erde, Humuserde. Naja, da steht mir Farbe, steht mir eh gut. Ja, sonst sind wir heute gut mit der Kleinen. Wie sagt man, nur kurz begegnet. Die hatte heute das Glück, mit dem Nachbarsjungen zusammen noch Und ihre Aufgaben machen zu können. Also das freut mich, wenn die Nachbarschaft auch ein bisschen genau. belebt ist. Ja, das wünschen wir euch auch. Das wünsche ich euch auch. Baba, bis zum nächsten.